Herzlich willkommen hier zurück zu Total War Warhammer 3, meine lieben Freunde. Wir sind gerade eben in der KI-Runde. Ja, und hätten wir nur ein bisschen mehr Truppen, ganz im Ernst, dann würde ich tatsächlich versuchen, diesen vermaledeiten Drachen zu töten. Aber ich glaube, wir würden es nicht schaffen. Deswegen freuen wir uns einfach darüber, dass hier tatsächlich dann doch hier der Geißelkufen-Streitwagen draufgegangen ist. Boah, der Drache hat es aber gerade so überlebt. Schade. Sie haben aber auch nur geplündert. Das heißt also, wir behalten Musseljau fürs Erste. Eieiei, wie viele Druki kommen da eigentlich noch? Die Druki machen Druck. Anders kann ich das nicht sagen. Sie haben sich nicht getraut, übrigens Bordeaux anzugreifen, so wie es aussieht. Was ich gut finde. Was will denn der Typ schon wieder? Der will ein Friedensabkommen. Ja, dann zahlst du aber schon ordentlich dafür, mein Freund. Die Zwerge werden euch schon noch nass machen, ich sag's euch. Und die verbotene Zitadelle bekommt Rebellen des Imperiums. Wo kommen die denn schon wieder her? Wo kommen die denn schon wieder her? So, hier, Berge von Hehl. Ich kann's nicht verhehlen, dass mir das echt auf den Zeiger geht. Ja gut, wir werden es trotzdem jetzt hier versuchen, irgendwie wieder zurückzuerobern. Für die Empire. Genau, für das Imperium, ganz genau dafür. So. Nochmal euch hier erklären, Menschen sind unter uns vereint. Punkt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, Siedlung geplündert. Buddy ist zum Dienste bereit. Das ist schön, Buddy ist auch wieder da. Dann schicken wir dich doch mal wieder zurück. Gott, ist der weit weg. Hierhin, wo wir unsere Truppen alle gerade eben rekrutieren. So, wir haben jetzt hier dafür gesorgt, dass Luminarien eine schützende Aura um sich herum haben. Das sollten wir bloß irgendwann mal anfangen, auch Luminarien stärker zu nutzen. So ein oder zwei pro Armee wäre jetzt hier, glaube ich, dadurch schon ganz, ganz sinnvoll. So, und als letztes hier das Meisterstück des Imperiums. Weniger Rekrutierungsdauer für Luminarien, Dampfpanzer und Landschiffe. Zwei Runden lokal, das ist geil. Und Ermutigen-Effekt. Das bringt einen kleinen Bonus auf die Moral. Naja, für die Truppen, die wir dann sowieso nicht mehr haben, weil wir sie nicht spielen können, weil sie sowieso alle sofort durch Atombomben und noch schlimmere Dinge in die Luft gejagt werden. Verzeiht meinen Zynismus, aber es ist doch wahr. Ja komm, dann kümmern wir uns ja nochmal um ein bisschen öffentliche Ordnung hier. Im Imperium heißt es jetzt saufen, saufen, saufen. Wo wir gerade eben dabei sind, hier nochmal Dinge zu tun. Ich möchte diese Armee jetzt hier abschließen. Hier ist schon ein Zauberer drin. Wir brauchen für diese Truppe... 1, 2, 3... Ich brauche auf jeden Fall nochmal einen weiteren von denen da. Mindestens einen, wohlgemerkt. Dann sind wir jetzt hier bei 16. Die Frage ist, ob mir das reicht. Wollen wir vielleicht nochmal eine weitere Höllensturmrakete reinnehmen? Dann wären wir bei 17. Nee, ich brauche eigentlich jetzt hier noch so ein bisschen Abschirmungsinfanterie. So ein kleines bisschen Abschirmungsinfanterie, aber es kann halt leider nicht so mega viel werden. Oder aber ich gehe auf Abschirmungsdemi greifen. Das wäre halt die Alternative. Aber die habe ich jetzt halt auch nicht in dieser Zahl. Ne, wisst ihr was? Wir machen das jetzt hier so. Ich gehe auf noch mehr Fernkämpfer. Und jetzt schließen wir hier diese Rekrutierung ab. Einberufung. Laufende Rekrutierung abschließen. Vollführen. Sehr schön. Und dann holen wir uns jetzt hier, wie gesagt, warte mal, Luminarium war doch eigentlich noch so eine Idee. Wir verzichten jetzt hier mal auf das Luminarium, ne? Wir verzichten mal darauf. Worauf ich nicht verzichten möchte, ist, dass ich jetzt hier nochmal zwei Hellebardiere gerne haben möchte. Okay, jetzt bist du hier. Du kannst auch anfangen, jetzt hier zu rekrutieren. Deceased Aid ist da, wobei... Ja, ihr seid alle beide relativ noch neu und jungfräulich, was eure Truppenstärke angeht. Okay, dann fangen wir doch schon mal an. Ihr bekommt auch
entsprechend jetzt hier Artillerie. Wunderbar. Und das mit der Kavallerie klären wir dann in der nächsten... Nee, können wir sogar jetzt schon direkt starten. Wait a second. Okay, es ist im Grunde völlig egal, was zwei Runden dauert. Die Artillerie dauert zwei Runden, die Demi-Greifen dauern zwei Runden. Dann machen wir das doch schon mal so. Ja, dann sind die schon mal ganz, ganz gut jetzt hier beieinander. Okay, also. Das Imperium hat auf Kriegswirtschaft umgestellt, zum allerersten Mal. Wo wir gerade eben dabei sind, umzustellen. Ach, ernsthaft? Nee, ich dachte, ich wäre jetzt im Hinterhalt. Was war denn das gerade eben? Gelegenheit zum Abfangen. Wir fangen sie ab. Ich weiß nicht, wo sie da gerade eben waren. So, der ist jetzt hier weg. So, der ist sehr, sehr weg sogar. Ich weiß nicht, was der hier für eine Truppe hat, aber ganz im Ernst, ist es mir auch egal. Ich glaube, wir können die trotzdem besiegen. Es ist mir egal, wenn ich jetzt eine Einheit verliere, ganz im Ernst, da bin ich cool mit. Also, besetzen. Franzl hat geregelt. So wie ich mir das vorstelle. 10 Runden brauchen wir dafür noch. Oh, ist das ätzend. Habe ich irgendeine andere Einheit, die das ersetzen kann? Im Notfall kurzzeitig mal ihr. The nation calls. That was a mistake. Der kommt nicht an uns ran. Das ist sehr, sehr wichtig. Den habe ich gar nicht gesehen. So, du kannst jetzt den da noch attackieren. Aber wisst ihr was? Wir gehen hier hin. Jetzt stehen wir hier daneben, dann kann er hier nicht wirklich angreifen. Und das wird ihm hoffentlich sehr, sehr wehtun. Apropos sehr, sehr wehtun. Was macht Kislev eigentlich? Kislev, Einkommen aus allen Gebäuden plus 50%. Ja, ich hoffe, das wird geil. Weil momentan könnte das alles noch sehr viel geiler sein, als es eigentlich der Fall ist. Ja, ich möchte hier was mit Zauberei machen, ne? Ja. Dass ich noch mehr Zauberer rekrutieren kann im Notfall. Prag. Ne, bauen wir nichts aus. Volksgrad. In Anbetracht der Nähe von potenziellen Feinden ist das gerade auch schwierig. Von Ostrosk. Eher hier nochmal ein bisschen mehr Geld verdienen. Und das hier noch mit rein. So. Nach wie vor haben wir hier diverseste Probleme mit der öffentlichen Ordnung. Und ich möchte das jetzt hier endlich mal ändern. Guck mal, was die Skaven hier für eine komische Nummer abziehen. Ich will auf jeden Fall dafür sorgen, dass nicht alle an uns rankommen können. 57%. 45%. 22%. Ja, nee, ist klar. 57. Okay, ich kam nicht an ihn ran. Dann habe ich halt den jetzt hier verlangsamt. Hier sind so viele Skaven, da kommst du gar nicht durch. Zu Fuß. So, du bist hier schön im Hinterhalt, das ist super. Ihr seid auch noch im Hinterhalt, das ist auch super. Wir wurden ausnahmsweise mal nicht entdeckt. Wetten, wir werden jetzt entdeckt und kassieren jetzt dann wahrscheinlich einen Schlag nach dem anderen, also einen Blitzschlag nach dem anderen, beziehungsweise einen Hinterhalt nach dem anderen. Ich wette es. Top, die Wette gilt. Wir werden sehen, ob ich damit recht haben sollte. Ich meine, wie willst du gegen die kämpfen? Du kommst nicht ran, ne? Und die haben diese blöde Fähigkeit. Kannst halt einfach original gar nichts gegen machen. Gar nichts. So, dann hat jetzt hier Noma die Möglichkeit, auf Level 19 zu kommen. Gibt sich jetzt hier noch mehr Lebenspunkte. Ist das jetzt hier... Oh, Malekätzchen ist hier. Nice. Sag mal, willst du mich veräppeln? Koron ist immer noch hier sehr, sehr beschädigt. Ganz im Ernst, wir werden jetzt hier Koron angreifen.
Lol, das Spiel ist der Meinung, das schaffen wir auf gar keinen Fall. Okay. Ich will aber ihm nicht glauben, Freunde. Nein, ich bin jetzt stur. So, Dela. Also, ich denke, dass hier, das hier wahrscheinlich sogar der beste Ort ist, in dem man angreifen kann. Meiner Ansicht nach. Theoretisch könnte man auch hier angreifen. Aber... ja, doch, wisst ihr was? Wir greifen mal von der Seite aus an. Das ist das, was ich jetzt hier tun möchte. Ich könnte mich sogar schon mit den Fernkämpfern hier so weit vorne hinstellen, dass wir sofort hier volle Kanne ballern könnten. Ich fände die Idee gar nicht mal so kacke. Wahrscheinlich ist es ein schwerer Fehler. Aber wir versuchen es einfach mal. So, warte mal, du hast doch irgendwelche Area-Effekte, oder? Ich will mal gerade mal gucken. Hallo? Ah, jetzt habe ich dich endlich zur Auswahl. Genau, Ölflasche, Pfeil von Akshi, Vorderaufstellung in Bewegung, Schießen, Schleicher, Rettungszauber, Geschossresistenz, Zauberresistenz. Ja, du bleibst hier einfach mal so stehen. Bist also Teil der Nummer 1. Dann haben wir, wie gesagt, Panzer. Ich möchte mit Panzern auf diese Tore losgehen, beziehungsweise auf Türme. Lasst uns Türme zerstören, Freunde. Mit unserer Artillerie. Ich mache aus denen hier, deswegen ist hier die Nummer 4. Dann haben wir hier die Nummer 2 und ihr seid die Nummer 3 und dann haben wir hier alles wunderbar in kleine Schächtelchen verpackt. Ich glaube, ich mache sogar so, dass meine Truppen hier sehr, sehr konzentriert stehen. Sie sollen sehr, sehr konzentriert stehen. Ich weiß jetzt... ja, wir gehen auf jeden Fall auf den Thron jetzt hier als allererstes. Was haben wir da noch? Ein Zauberer hier. Du begleitest hier die Nummer 2. Und dann haben wir dich auch noch hier am Start. Und damit möge es beginnen. Feuer frei. Wir schießen. Wie wär's, wenn ihr jetzt erstmal auf das schießt, was auf euch schießt, ne? Mach kaputt, was dich kaputt macht. Ganz nach dem Motto. So, Verbannung. Ja, wird schwierig werden. So, die sind jetzt hier runtergerannt. So, stopp. Ihr schießt auf... ne, warte mal, die sind doch zu sehen. Die sind doch zu sehen. Was soll denn die Scheiße? Okay, ich schicke jetzt mal dich jetzt hier ran. Hallo. Der Turm hier, der hat's hinter sich. Okay, dann schießen wir das Ding hier kaputt. Ich habe keine Ahnung, ob unser Ballerburg-Spielchen jetzt hier gerade eben rockt. Aber ich habe ein ganz, ganz gutes Gefühl bei der Nummer. Ja, so viel Schaden hat das jetzt hier leider gerade eben nicht gemacht. So, schießt die schwarze Garde jetzt hier tot. Das Tormauerchen ist jetzt hier kaputt. Dann machen wir nochmal ein Loch jetzt hier rein. Beziehungsweise, ich habe eine Idee. Unsere Dampfpanzer gehen jetzt mal spielen. Unsere Dampfpanzer gehen spielen. So, ihr dreht euch mal gerade eben dahin, weil die haben hier nochmal ein paar weitere Dunkeldornen. Und ich möchte, dass diese Dunkeldornen jetzt ein dorniges Ende finden. Hi. Vielleicht treffe ich ja sogar was. Könnte ja sogar glatt sein. So, schießt auf den Trupp da hinten. Hi, Delio. Dann kommt mal rein in die gute Stube. Ihr greift jetzt hier mit an. Ich bin ein Fan davon, die Panzer hier zu buffen. Dann schicke ich dich hier noch mit rein. Dann können wir nochmal einen schicken Zauber reinkasten.
Auf euch warten wir gerade eben nochmal ganz, ganz kurz eine Sekunde oder zwei. So, du kriegst es in eine eigene Gruppe. Und wie gesagt, ihr greift jetzt einfach jetzt hier weiter fröhlich an. Ihr kleinen Dampfpanzerchen. Ihr bekommt jetzt hier auch den Angriffsbefehl. Einfach alles totschießen. Was machen wir denn mit dem Luminarium? Ich weiß es nicht. Ich hol's mal rein. Du rollst es durch die da durch. Du rollst auf die da da drauf. Du rollst auf die da da drauf. Was ist mit ihm hier? Der ist ja immer noch sehr, sehr beschäftigt. Jetzt holen wir mal Kavallerie rein. So, Attack und Attack. So, Luminarium, komm mal rein. Da ist ein schönes, großes, hässliches Vieh. Das will ich getötet sehen. Schön Wade draufhalten. So, du bist jetzt hier drin. Mal draufhalten, wunderbar. Dann können wir hier nochmal einen schicken Zauber casten. I like what I see. Okay, ihr stellt euch jetzt hier mal gerade eben schön hier auf und schießt einfach rein. Oh Gott, was ist mit dir passiert? Das Ding hat aber gerade eben ordentlich gefressen, ich weiß nicht durch was. Beweg dich lieber nochmal raus. Ich will dich jetzt nicht unbedingt verlieren, wenn es vermeidbar ist. So, go, go, go. Ach, come on jetzt. Macht's tot hier. Warum schießt ihr nicht? Ich hoffe, ich muss das nicht verstehen. Die verweigern ja gerade eben so ein bisschen den Dienst. Egal, unsere Leute sind hier fröhlich am Rhein marodieren. Das Ding ist leider noch im Starte. Jetzt versuchen wir das da oben mal kaputt zu schießen. Wäre jetzt halt mal voll gut, wenn ich jetzt mal die Infanterie, die schießen kann, hier reinbekommen könnte. Ne? Wir versuchen es mal. Mal alle rein mit euch. Alle rein mit euch. Oh je, jetzt weiß ich, was hier potenziell so viel Schaden macht. Ausweichmanöver! Muss wieder zurück. Ich habe noch einen Sigi-Priester, den noch... Nee. Das ist gar kein Sigi-Priester. Egal. Wie wäre es, wenn wir jetzt hier mal denen hier nochmal ein paar Fernkämpfer wegnehmen? Ich fände es voll gut. Schön da geblieben. Ich glaube, ich habe die falsche Einheit angeklickt. Egal. Boah, das Ding ist halt immer noch da. Kannst du nicht einfach mal draufschießen oder sowas in der Art und Weise? Ich glaube, dann wäre es sehr, sehr schnell, sehr, sehr geschichtig. Aber ich glaube, der Feind hat jetzt schon keinen Bock mehr. Jo. Ich sag doch, dass wir das gewinnen. Die Verluste waren sogar quasi nicht mal nennenswert, wenn ich mir das jetzt mal so angucke, ne? Ja, Dampfpanzer haben das jetzt halt einfach komplett geregelt, ne? Und die werden jetzt halt noch geiler werden, ich sag's euch. Also, wir besetzen Kuron. Punkt. Keine Diskussion. Und Malekätzchen weiß gar nicht so recht, wie ihm eigentlich jetzt hier geschieht. Ich meine, selbst wenn der das jetzt hier versucht mit seiner Truppe, ich glaube nicht, dass er das schaffen würde. Ja, Huntsman General, ich freue mich, dass du hier das hier geschafft hast. Ich gebe auf jeden Fall nochmal diesen Bonus jetzt hier aus und dann werden wir hier nochmal die beruhigende Gegenwart für dich jetzt hier machen. Dann gibt es noch mehr Klingenschild für den Scheunz. Für den Noma geben wir... Oh je, meine, die Unverletzlichkeit erstmal aus.
Ich habe übrigens völlig vergessen, ihn in der Schlacht zu nutzen. Fiel mir gerade eben so auf. Berater des Kommandanten. Nee, wir machen erstmal Auskundschaften. So, und Koron ist, wie gesagt, ist erstmal sehr beschädigt. Ich werde aber Koron erstmal Koron sein lassen. Ich werde hier nichts tun. Die, warte mal, hast du eigentlich... Oh, bitte sag mir, du hast einen Blitzschlag. Ja! Yes! Wie geil! Okay, ich glaube, hier werden jetzt zwei größere Flotten einfach im Meer versinken. Wenn bei Capri die rote Arche im Meer versinkt. Schön. Wir nehmen die Verlustverstärkung. Das war der erste Streich. Und der zweite folgt zugleich oder so ähnlich. Aber vorher, Moment, machen wir nochmal den Logistiker. Und Mentoring jetzt hier für Gawain. Ja, kann ich ja nur noch Technologie stehlen. Und Brother Ronan hat auch Level 40 erreicht. So, du wirst noch ein härterer Mentor und mentorst die Leute jetzt hier ordentlich mit Überzeugung. Sehr, sehr schön. Ja, und was machen wir jetzt hier mit euch? Also wenn ich jetzt hier Einheiten verliere, muss ich das selbst spielen. Ne? Das sehe ich jetzt hier nicht ein, jetzt hier meine Einheiten zu verlieren. Ja, nee, ist klar, als ob ich das jetzt, als ob das jetzt hier passieren würde. I disbelieve this. Naja, wir werden es sehen. Ich weiß übrigens, dass es schwarze Archen sind, ne? Das weiß ich, Leute. Ich spiele dieses Spiel schon ein paar Wochen. Also, ich weiß, garantiert wollte gerade eben hier schon wieder das jemand schreiben. Das ist jedes Mal der Fall. Egal. Auf jeden Fall, ich habe deswegen eine Kombination gemacht aus rote Sonne, aus dem Lied und schwarze Arche, ne? Deswegen wurde daraus eine rote Arche. Ich fand das einfach nur passend. Und es war spontan. Es war nicht vorbereitet. So, wir werden hier eine Offensive durchführen, die den Namen hoffentlich verdient. So, dann werdet ihr mit denen hier in, über die Flanke gehen. Als Nummer 2. Ich werde versuchen, weil ich habe ja hier eindeutig den Reichweitenvorteil. Ich will diesen Reichweitenvorteil ausspielen, indem ich jetzt hier die Mörserchen benutze. Und den Panzer im Grunde dazu animiere. So. Und dich jetzt hier. So, ihr beide geht vor. Let's go. Der Panzer geht ebenfalls vor. Ihr geht da drüben hin. Und der Rest von denen wird jetzt hier einfach mal fröhlich warten. Ach, die Mörser tun schon ihr Ding. Ah, das ist aber herzallerliebst. Die Mörser mörsern schon. Ja, dann muss ich es ja gar nicht so stressig machen. Dann gehe ich hier nochmal kurz mal ein Stückchen zurück. Wir könnten hier schon mal Zauber setzen. Die laufen hier gerade eben so schön zusammen. So, da, so, da, so, da. I like what I see. Jetzt schicken wir den Panzer schon mal rein. Der mag Spaß und ich glaube, das könnte ihm hier Spaß machen. Oh, wie geilomatisch. Selten, dass ich mal hier ein Overcasted in dieser Art mache. Aber wir haben ja gerade immer wieder gesehen, das ist nach wie vor eine ziemlich lame Nummer, wenn man das tut. So, du gehst jetzt hier mal außen rum. Du schießt auf den da. Wir müssen sie von mehreren Seiten jetzt hier unter Druck setzen, ne? Wunderbar. Was tue ich mit dir? Nichts. Warten. Der Panzer panzert nach wie vor. Und das heißt jetzt für uns, wenn der jetzt hier die alle jetzt hier sich mal so nervt, anschaut. Ne, ich glaube, dass wir hier nicht overcasten. Wir machen einen ganz normalen Cast. Zurück. Hier stressen sie mich gerade eben immer noch so ein bisschen. Boom. Ah, das war leider richtig kacke. So, immer noch hinter rein. Aber sie kommen so langsam aber sicher in unsere Richtung. So, du castest das hier noch in diese Richtung. Und jetzt greifen wir auch mit der Truppe jetzt hier an. Denn es ist so langsam aber sicher soweit. Wir attackieren diese Korsaren. Du schießt es dir noch dort.
Was kannst du jetzt noch machen? Theoretisch mittelmäßig viel. Der Feind will einfach nicht stehen bleiben, wie wir gerade eben sehen. Er will es einfach nicht. So, er bekommt ein bisschen Schadensresistenz. Das machen wir hier nochmal. Ein bisschen Blitzgedingse. Nee, das sind Korsaren. Die kann ich nicht so bekämpfen. Das ist eher ein bisschen ungünstig. Was machst du hier eigentlich so? Ja, du machst hier dein Ding. Das ist gut so. Kannst du jetzt hier Dinge tun? I like. So, Flattermann. Du musst da drüben hin. Können sie hier den Nahkampfangriff des Feindes ein bisschen verschlechtern? Ich fände es voll gut. Ja, mittelgeil. Ausweichmanöver. Verfolge die mal, währenddessen ihr immer noch auf die da schießt. Kann ich hier nochmal irgendwas britzeln? Ja, ich kann hier Dinge britzeln. Was tut ihr denn da, Freunde? Was tut ihr denn da? Ihr tut dumme Dinge. Sehr dumme Dinge. Warum rennt ihr so weit voraus? Man versteht es einfach nicht. Also manchmal verstehe ich es nicht. Du kannst hier nochmal den da casten hier. So, ihr habt jetzt die hier so gut wie. Mir ist die Magie ausgegangen. Schieß drauf. Oh, wait a second. Hallöchen. Ach. Das ist ein schöner Treffer. Jetzt tun wir dir nochmal kurz debuffen. Ich will ihnen ihre Hoffnung, ihre Träume entnehmen. Du reitest den hier nochmal nieder. Was macht der Panzer eigentlich hier? Ja, der Panzer macht immer noch sein Ding. Ey, die Panzer sind geil, ey. Ich sag's euch. So, jetzt müssen wir noch die hier angehen. Die haben keine Munition mehr. Das ist äußerst ungeschickt, dass ihr jetzt keine Munition mehr habt. Können wir noch irgendetwas britzeln? Ja, wir können noch britzeln. So, jetzt müssen wir den Feind nur noch davon überzeugen, dass Aufgeben eine Option ist. Ja, der Typ hier, der ist unerschütterlich, ne? Was willst du machen? Ich reite den hier nieder. Ich könnte hier nochmal was draufzaubern. Wusch. Einfach, um dafür zu sorgen, dass ihre Motivation sinkt. So wie seine Motivation es hoffentlich sinkt. Du kannst sie immer noch zaubern. Schön. Aber der Feind will nicht mehr. Das ist doch schön. Ihr braucht es da nicht reinrennen, Freunde. Das macht keinen Sinn. Ja, der Armilos ist beschlossene Sache. Jetzt muss er nur noch ein Einsehen haben, der alte Wicht hier. Ach ja, ich liebe einfach alles daran, Freunde. Und das haben wir alles mit unserer Polizeitruppe geschafft, möchte ich mal nur kurz mal so nebenbei erwähnen. Aber die schwarze Arche ist... Ah, okay, die Arche ist down, das ist das Wichtige. So, wir machen nochmal gerade eben hier eine kleine Finalisierung. Bitte sag mir, dass ich jetzt keine Einheiten verliere. Oh, ist das schön. So, und nochmal ein bisschen Verlustverstärkung. Dann kehren wir mal nach Bordeaux wieder zurück. Und schon haben sie zwei schwarze Archen verloren. Die liegen jetzt hier als Wracks vor Bordeaux am Grunde. Einheiten angreifen wird hier nicht funktionieren. Das ist doof. Gott, wie viele Armeen die jetzt hier reingeworfen haben. Ich verwunde mal den hier kurz mal, wenn es geht. Jawohl. Ein Typ weniger, der mir hier auf den Zeiger gehen will.
Dann marschierst du jetzt hier hoch nach Baston. Lieber Luke, wir brauchen dich in Burg Baston. Achso, Moment. Ich möchte schon, dass du in Baston stehst. Dankeschön. Von Baston aus hast du eine super Eingriffsmöglichkeit Richtung Mousselion. Ja, das sieht alles jetzt hier gerade eben ganz, ganz brauchbar aus. Ja, hier warten wir immer noch darauf. Auf besseres Wetter. Master Tuts. Ich kann gerade eben leider nichts für dich tun. So, die Zitadelle. Ich ignoriere die Zitadelle gerade eben noch. Also, na, wir wollen eher jetzt hier im Inneren hier unsere Sachen noch weiter ausbauen. Burg Alexandronov. Ich glaube, das brauchen wir hier auch nicht mehr. Nee, das brauchen wir nicht. Burg von Rauken. Burg von Rauken würde ich sehr, sehr gerne aufwerten und nochmal ein bisschen mehr Geld verdienen jetzt hier. So, das hier überspringen wir. Dann überspringen wir das hier noch. Ja, ich weiß, das Ding hier brennt. Das soll auch noch ein bisschen brennen, das ignorieren wir. So, dann können wir auch noch hier mehr Kontrolle machen. Auch wenn diese Kontrolle wahrscheinlich überhaupt nichts bringen wird. Blick auf die Diplomatie. Der Goromatni-Stamm will immer noch Frieden mit uns. Welche Armeen haben wir und Helden noch nicht benutzt? Warlord, wie gesagt, steht und regeneriert hier. Gawain war hier gerade sehr erfolgreich. Dante hat sich hier hingestellt. Ate ist nächste Runde hier hochgeheilt. Joel Salomon hat jetzt hier Koron genommen. Ist halt problematisch, wenn er kommt, aber ich denke, dass es machbar sein müsste. Ihr geht auch jetzt hier mal in den Hinterhalt, Freunde. Das hätte ich jetzt beinahe vergessen. Stiller Wolf ist durch. Chio. Stimmt, ich habe Chio noch nicht bewegt. Also, liebe Dunkelelfen. Die wunderbare Weltordnung kommt jetzt hier auf euch zugerollt. In Form von Chio. Ich hoffe, ihr werdet es nicht genießen. Wir rekrutieren hier immer noch, ne? Ne, warte mal, ihr seid ready. Okay, warte mal. Ne, die rekrutieren hier. Stimmt, die rekrutieren hier. Du rekrutierst ja auch noch eine Runde und dann habe ich wieder zwei Armeen frei. So, dann, Godzilla ist da. Heißer, Hopsasa, der macht sich immer noch auf den Weg. Wubbidi-wupp. Und macht sich auch jetzt hierher. Theodor Bruckner ist jetzt hier. Der wird aber eine Weile brauchen. Und damit sind wir fertig für diese Runde und ich verabschiede mich bis zur nächsten Folge. Macht's gut, schöne Zeit, tschüss und adieu.